Hallo ihr Lieben, ich habe hier ein kleines Video für euch mitgebracht und zwar geht es um die Tadami-Line von Union Workshop für den TSW 4, die ja schon vor längerer Zeit angekündigt worden ist. Und wir haben tatsächlich jetzt mal ein paar neue Bilder bekommen, die Union Workshop gepostet hat. Und zwar, ich glaube tatsächlich schon vor ein paar Tagen, aber es ist jetzt vorher nicht wirklich aufgefallen. Union Workshop hat das gepostet auf Weibo. Ihr seht das da oben links. Weibo ist sowas wie das chinesische Twitter, wenn man es so möchte. Und da sehen wir hier dieses eine wundervolle Bild hier mit Work in Progress. Es sieht wirklich toll aus, ne? Also von der Ausgestaltung her muss man echt sagen, Vegetation sieht schön aus. Ich glaube, da sind auch ein paar neue Pflanzen, neue Blumen dabei. Hier zum Beispiel die hier, diese lilanen Blumen, die erscheinen mir relativ neu zu sein. Ja, ne, also Gleise müsste auch, glaube ich, so eine Art Meterspur sein. Sind, glaube ich, 1000 Millimeter oder 1067 Millimeter. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher auf der Tadami-Line. Auf jeden Fall ist das nicht die Standardspurweite, die wir hier in Europa haben, sondern ist es definitiv eine Form von Schmalspur. Ich glaube, eine Meterspur. Und ja, ne, haben wir hier vorne so einen Bahnübergang, den wir sehen können. Ein unbeschrankter oder beschrankter lässt sich jetzt hier nicht sagen. Ich glaube, ein unbeschrankter. Und ja, ne, also das ist halt vermutlich so die Sommervegetation, die wir hier sehen. Die Herbstvegetation sieht sicherlich nochmal anders aus. Da ist dann nochmal so ein paar, sind dann noch ein paar mehr orangene Farbtupfer drin. Aber ja, ne, das sieht auf jeden Fall schon mal ordentlich aus. Wir können auch mal weitergehen. Es gibt auch noch ein paar mehr Bilder. Nämlich das hier von einer Brücke an der Tadami Line. Und da muss ich echt sagen, das sieht wirklich, wirklich toll aus. Ich habe euch hier mal ein kleines Bild von der Brücke aus der Realität mal rausgesucht, um das mal eben zu vergleichen. Und ich finde, das sieht schon sehr gut aus. Das sind nicht die gleichen Perspektiven, ne? Also dieser Screenshot ist von deutlich weiter unten aufgenommen. Aber ich glaube, von der Richtung her passt es, weil dieser Flusslauf hier so eine Linkskurve im Grunde genommen macht, ne? Und hier sehen wir auch diese Linkskurve hier einmal um den Fluss herum. Was wir aber auch sehen, ist auf jeden Fall sehr viel Nebelschwaden, die hier in Realität auch anscheinend zu sehen sind, zumindest früh morgens. Und mit dem Zug dann darüber die Spiegelung im Wasser. Also das hat schon was, ne? Das sieht schon ordentlich aus, wenn wir das mal so direkt eins zu eins vergleichen. Natürlich, das ist ganzes Work in Progress, ne? Das ist natürlich noch längst nicht fertig. Aber es hat schon mal einen ordentlichen ersten Eindruck gemacht, meines Erachtens. Wir haben noch ein paar weitere Screenshots. Hier eine Pagode, die wir hier sehen, die auch ja, sehr schön aussieht. Also ganz viele neue 3D-Modelle, neue Assets, die wir hier mit hinzubekommen. Kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, denn Pagodenarchitektur ist jetzt auch nicht so ganz mein bewandertes Themenfeld, aber ich kann auf jeden Fall sagen, es sieht toll aus. Ne? Es sieht auf jeden Fall toll aus. Auch hier so ein Bogen, der entlang der Strecke sicherlich irgendwo zu sehen sein wird. Kennt man sicherlich vielleicht aus den ein oder anderen Fotos, wenn man sich bestimmte Hotspots von Japan mal anguckt, auf Fotos oder schon selbst da gewesen ist. Dann haben wir hier ein Bild aus dem Führerstand, aus dem 3D, beziehungsweise ja, nicht aus dem Simulator selbst, sondern aus der 3D-Software. Aus Blender, denke ich mal. Ja, das Ganze hier natürlich noch sehr, sehr einfach gehalten. Wie gesagt, Work in Progress. Hier noch ein Bild aus dem Development heraus. Da sehen wir, ja, ich denke mal, das sind halt wirklich Bilder, die den Zug zeigen in Detail. Es ist schwierig zu erkennen, was genau dargestellt wird. Sieht für mich aus wie der Führerstand hier. Das könnte eine Tür sein. Das könnte die andere Seite vom Führerstand sein. Ja. Also schwierig auf jeden Fall. Ne? Aber sie haben auf jeden Fall das entsprechende Referenzmaterial. Wir sehen auch, das Foto ist relativ neu vom 5.7.2024, also gerade mal 2 Wochen alt. Und hier noch ein weiteres Bild, Work in Progress aus dem Führerstand, deutlich fertiger an dieser Stelle. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, keine Sorge. Hier noch ein Bild aus dem Führerstand, vom Stuhl, vom Führerstandsstuhl. Sieht jetzt nicht extrem gemütlich aus, die Rückenlehne ist sehr, sehr klein, aber okay, das wird es. Kurz mal hier mal in den Wikipedia-Artikel reingeguckt. Das Fahrzeug, das wir gesehen haben, ist die Kia 40-Serie von der Japan Railways Group. Gebaut 1977 bzw. 1977 bis 82 gebaut, mit über 888 Fahrzeugen in verschiedenen Unterklassen dividiert.
Und zwar einmal gibt es eben die 41er-Serie, die 47er-Serie und die 48er-Serie. Aber im Grunde genommen sind das mehr oder weniger die gleichen Fahrzeuge. Wir sehen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 95 km/h. Diesel-hydraulisches Fahrzeug, wenn ich das richtig gesehen habe. Da sehen wir die Track Gauge, also 1067 mm, also nicht ganz Meterspur. In Myanmar ist es tatsächlich eine Meterspur, aber hier sind es 1067 mm. Und hier sehen wir noch ein paar Unterschiede zwischen diesen Unterklassen. Die Kia 40-Klasse kann gibt es in den Unterklassen -100, -500, -1000 und -2000. Und da ist, glaube ich, der hauptsächliche Unterschied, je nachdem, wo sie eingesetzt werden, sind sie ein bisschen unterschiedlich gebaut wegen der unterschiedlichen Wetterlagen. Zum Beispiel im Raum Hokkaido ist es extremst kalt und da gibt es halt eben andere Anforderungen als Orte, die sehr warm sind. Ne? Also das scheint wohl der Hauptunterschied zu sein, weshalb es unterschiedliche Bauformen gibt von dieser Serie. Ja, so ein paar Unterschiede hinsichtlich Toiletten. Und auch hier sehen wir die Quantity, also wie viele dieser Unterklassen gebaut worden sind, mit der entsprechenden Nummerierung. Und was wir auch hier sehen, hier gibt es ein Foto aus dem Führerstand und jetzt würde ich das mal gerne auch vergleichen. Wo war das Führerstandsfoto da? Ne, also bin mir nicht ganz sicher, ob das identisch ist, aber es sieht auf jeden Fall schon mal recht gut aus. Natürlich fehlen da die Texturierung und alles, deshalb sieht das noch nicht so, ja, kann man sich das noch nicht so ganz vorstellen. Aber wenn wir jetzt mal gerade hier so oft mal auf die rechte Seite achten mit den ganzen Schaltern und dem Telefon und dem Kabel da drauf und nochmal hier gucken, ja, die Schalter sind natürlich hier in unterschiedlichen Stellungen. Das Telefon ist an dieser Stelle hier. Okay, das scheint wohl eine andere Serie zu sein. Eine leicht andere Bauform. Ja, aber so in etwa können wir uns trotzdem den Führerstand vorstellen, denn es werden keine extremst großen Unterschiede sein. Hat eher sowas von diesen englischen Triebfahrzeugen, wo man ja wirklich auf einer Seite sitzt und nur so ein eingeschränktes Sichtfenster hat. So eine Art Hasenkasten hatten wir in Deutschland zwar auch, aber eher selten, dass man so dermaßen eingeschränkt war in seinem Sichtfeld. Aber genau, ja, ne, also so viel zu Tadami-Line. Es gibt dazu kein Datum, das angekündigt wurde. Wenn es was gibt, dann werde ich es euch wissen lassen. Aber es scheint auf jeden Fall sehr viel passiert zu sein in letzter Zeit. Und es ist schön zu sehen, dass die Entwickler mittlerweile da Bilder daraus teilen können, was mir anzeigt, dass der Release nicht mehr extremst weit weg sein kann. Weil sonst würde das Ganze nicht schon so fertig aussehen an diesen Stellen. Es kann natürlich sein, dass ganz andere Stellen der Strecke noch sehr kahl sind. Aber ich bin mir sicher, die Jungs und Mädels von. Ich habe vergessen, wie das Entwicklerstudio heißt. Union Workshop. Union Workshop. Die werden das sicherlich schon gewuppt bekommen. Gut, dann wäre es das soweit. Ein kleines Video dazu. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.